Dieser Hadith wirft die Frage auf, hier haben wir eine Frau, die ist beim Grab, sehr wahrscheinlich auf dem Friedhof. Ein Friedhof übrigens, man nennt einen Friedhof erst dann Friedhof, Maqbara, wenn dort mindestens 3 Gräber sind. Andernfalls wird dieser Ort nicht Maqbara genannt. Das heißt, selbst wenn dort 2 Gräber wären, oder ein einzelnes Grab, man nennt es nicht Maqbara. Die andere Sache ist, die Frau hat hier, wir gehen sehr schwer davon aus, dass es ein Friedhof war, weil es grundsätzlich nicht üblich ist, dass man Menschen einzeln vergräbt. Besonders in Medina gab es Al-Baqiyah und dort wurden die verstorbenen Muslime begraben. Sie besucht ein Grab, steht dort, weint dort. Und es wird zwar nicht erwähnt, wer hier gestorben ist, und es wird auch nicht erwähnt, wer die Frau ist, aber in einer anderen Überlieferung bei Muslim können wir entnehmen, dass es ihr Sohn war. Es war ihr Sohn, ihr einziger Sohn. Umso schlimmer das Leid, wenn das einzige Kind verstirbt, das man hat. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam geht an ihr vorbei, sieht sie dort, sagt ihr ein paar Worte und geht fort. Ist das Besuchen von Friedhöfen für die Frau gestattet? Was ist mit dem Hadith, im Musnad von Ahmad überliefert wurde, in dem der Prophet sagte, لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجِ Verflucht sind jene Frauen, زَوَّارَات heißt, das ist die feminine Form, oder verdammt, verstoßen von der Barmherzigkeit Allahs. Das bedeutet nämlich Al-La'na. Al-La'na bedeutet zu mitteilen, dass jemand von der Barmherzigkeit Allahs verstoßen ist. Mensch, sind jene Frauen, die die Gräber aufsuchen und jene, die über den Gräbern Moscheen aufrichten und sie beleuchten mit Kerzen und so weiter. Was ist mit diesem Hadith? Wie können wir das in Einklang bringen? In manchen Wortlauten heißt auch Zairat al-Qubur. Also nicht Zawarat, Zairat. Jedenfalls, dieser Hadith macht den Eindruck, dass das nicht verboten ist, sonst hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr etwas diesbezüglich gesagt. Er hat sie aber nicht gerügt für das Dastehen am Grab, sondern weil sie in einer gewissen Form Entrüstung und Empörung ausgedrückt hat, die der Geduld widerspricht. Deswegen sagt er, Isbiri wattaqillah, sei geduldig, habe Geduld, äußere Geduld, mesh, und fürchte dich vor Allah. Fürchte dich vor Allah wegen was? Weil sie wahrscheinlich Sachen gesagt hat oder getan hat, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehört hat, die der Geduld widersprechen, die, wie gesagt, Entrüstung und Empörung ausdrücken. Und deswegen hat er sie dazu aufgefordert, Taqwa vor Allah Ta'ala zu haben. Der Madhab der Hanabila ist, dass das Besuchen der Gräber und des Friedhofes für Frauen verpönt ist, makruh. Ausgenommen davon ist das Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist da von der Karaha ausgenommen. Es wird im Hadith überliefert, von Aisha radiallahu anha, Hadith von Ibn Abi Mulaika, er sagt, ich habe Aisha kommen sehen von den Gräbern. Er sagt, فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ, woher kommst du? Sie sagte, أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَقْبَرَةِ, oder أَقْبَلْتُ مِنْ قَبْرِ أَخِي Abdurrahman. Sie sagte, ich komme vom Friedhof oder ich komme von vom Grab meines Bruders Abdurrahman. Und er sagte Ibn Abi Mulaika, er ist von den Tabi'un. Er ist von den Tabi'un, er fragt Aisha hier. Und dann sagte er, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das nicht verboten? Und dann sagte sie, ja, er hat es verboten und dann hat er es erlaubt. Hat es verboten und dann hat er es erlaubt. Dann hat er es erlaubt.
da stellt sich jetzt die Frage, hatte er es den Männern erlaubt oder auch den Frauen? Weil das allgemeine Verbot betraf ja Männer und Frauen. Es gab am Anfang ein Verbot, Gräber zu besuchen. Und das lag unter anderem daran, dass die Leute noch frisch vom Götzenkult ferngekommen sind und Gräber waren schon immer ein Bestandteil vom Götzenkult. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, fazuruha al-an." Ich hatte euch das Besuchen von Gräbern verboten, nun aber besucht sie. Nun aber besucht sie. Das ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, dass die Leute jetzt gelehrt worden sind, dass sie jetzt dass sie nicht mehr anfällig sind für ihren alten Kult. Und deswegen wurde das Verbot aufgehoben. Das ist ähnlich wie das Verbot, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: "La taktubu anni ghayra al-Qur'an." Und man kataba anni ghayra al-Qur'ani falyamhuhu. Schreibt nichts von mir auf, außer dem Koran. Schreibt also nichts, was ich sage, außer dem Koran. Und wer etwas anderes aufgeschrieben hat, der soll es wegwischen. Warum hat der Prophet das verboten gehabt? Damit dass der Koran und die Sunna nicht durcheinander kommen. Aber als dann die offizielle Redaktion des Koran rausgebracht worden ist, gab es noch diese Befürchtung? Die offizielle Verschriftlichung des Korans hat stattgefunden. Nach dem Tod des Propheten kommt kein neuer Koran mehr, kommen keine neuen Verse mehr dazu. Ist abgeschlossen. Besteht jetzt noch die Gefahr? Nein, deswegen wurde die Sunna dann auch verschriftlicht. Keiner hat mehr gesagt, nein, es gab diesen Diskurs nicht mehr später. Der Prophet hat das verboten. Er hat es verboten, also warum haben sie das aufgeschrieben? Versteht ihr? Und das zeigt uns auch immer wieder, dass es sowas wie die Ratio Legis gibt. Erinnert ihr euch daran? Die Ratio Legis? Dass die Ahkam der Scharia Mu'allala sind, das heißt, sie sind an Ilal gebunden, an Charakteristika, an Ursachen. Und sind diese Ursachen nicht mehr gegeben, dann ändert sich auch das jeweilige Urteil. Meshi? Na. Jedenfalls, es könnte sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Verbot aufgehoben hatte, und diese Aussage, La'anallahu za'irat al-Qubur, später gesagt hat. Das heißt, dass es nicht die Frauen betraf. Versteht ihr? Wir haben also jetzt hier einen Konflikt zwischen allgemeinen Texten. Wir haben hier einen Konflikt zwischen allgemeinen Texten. Welchen Texten geben wir Vorrang? Wie sieht die Reihenfolge aus? Und weil es diese Möglichkeit gibt, wir sind also zwischen Erlaubnis und zwischen Verbot, haben die Hanabila so das Mittelmaß gesetzt. Versteht ihr? Die Karaha. Nein. Auch wenn Ahmed in persönlichen Aussagen von ihm diesbezüglich gefragt worden ist, und er sagte, Arju an la yakuna bihi ba'sun. Arju an la yakuna bihi ba's. Ich hoffe, dass darin kein Vergehen ist. Das, genauso sieht auch die Befolgung der Jinaza aus. Ittiba'ul Jinaza, das Befolgen der Jinaza, ebenfalls sagen sie, ist makruh für die Frau.